Für 12. und 13. Juli zum 6. internationalen Stabhochsprung-Meeting am Tegernsee hatte Rottach Egern blauen Himmel bestellt. Und es wurde geliefert. Scharin, startet! Jawohl! Und er geht drüber. Der Wettbewerb hat sich in Europa mittlerweile auf Position 4 etabliert. Kein Wunder. Traumhafte Kulisse und eine Stabhochsprunganlage, deren Landeplatz sich auf dem See befindet. Weltweit einzigartig. Schade, er ist draußen. Die bisherige Rekordhöhe von 5,85 Meter konnte zwar auch 2013 trotz hochkarätigem Teilnehmerfeld nicht geknackt werden. Dennoch, den Zuschauern wurde großer Sport geboten. Björn Otterup beendete seinen Wettkampf mit 5,62 Meter. Und Sieger Carsten Diller aus Leverkusen freute sich über 5,72 Meter.